Mahlzeit. Bauchjob-Sendung vom 16.01.2008. Wir haben so ein paar Neuigkeiten, können wir mal erzählen. Und zwar haben wir vorgestern, habe ich ja schon im MySpace, habe ich auch schon geschrieben, aber es ging dann nur an meine Freunde, den Mietvertrag für diese wunderschöne Wohnung hier unterschrieben und konnten auch einziehen. Ihr seht, hier ist alles wunderschön renoviert. Also gar nichts, aber das wird noch. Dazu bräuchten wir allerdings ein wenig Kohle. So, wir haben Folgendes. Wir haben, weil wir hier in dieser Wohnung, das ist unsere Heizung, seht ihr? Ja. Also keine Heizung in dieser Wohnung, das wussten wir allerdings von Anfang an. Und man sagte uns, dass wir stattdessen und dafür einen Gutschein im Wert von 500 Euro von Hornbach bekommen. Als Renovierungsgutschein. Und den kriegen wir aber erst am Wochenende, wenn wir Glück haben. Vielleicht erst Anfang nächster Woche. Was wir eigentlich schon längst hätten bekommen sollen, ist das Geld vom Sozialamt, wo ich auch, wie gesagt, also ne, wenn man mir von vornherein gesagt bekommen hätte, gibt's nichts. Alles klar, dann hätte ich mit dem Status Quo arbeiten können. Der Status Quo war allerdings, dass man uns gesagt hat, du hast Anspruch oder ihr habt Anspruch auf das und das Geld. Und man hat aber bis jetzt, haben wir für den halben Dezember, ich hatte ja schon erzählt, dass wir für den halben November und den ersten, die erste Hälfte Dezember nichts bekommen. Da geht mein Telefon, das ist mir jetzt scheißegal, machen wir mal kurz aus hier. Coole Musik. Hier, schules Money to. Na so, und jetzt geht das Ganze so weiter, dass wir haben bis jetzt, wir sind eben morgen noch auf der Bank gewesen, es ist noch kein Geld da, wir sind beim Sozialamt gewesen, die haben uns gesagt, sie hätten vor drei Tagen überwiesen, vor zwei Tagen überwiesen. Ist aber nicht da. Stattdessen kommt jetzt aber, haben wir noch einen Brief bekommen, wo jetzt drin steht, dass, also hier, ich kann das mal kurz, so, ich lese es mal durch die Kamera mit. So, hier steht, zur Prüfung der Leistungsvoraussetzungen benötige ich von Ihnen folgende Unterlagen. Mietvertrag und Ummeldebestätigung. Den Mietvertrag, den haben wir heute Morgen erst fertig bekommen, den, also mit Wohnungsabnahme und allem, was dazugehört, den bringe ich jetzt gleich direkt dahin. Die Ummeldebestätigung liegt bereits seit Montag vor. Nun ist das Schreiben allerdings vom 11. Da. Ne? So. Und dann steht da jetzt noch in dicken, fetten Lettern, hier, bitteschön, eine Zahlung Ihrer restlichen Leistungen für 108 kann erst nach Vorlage des Arbeitsvertrages und der Bescheinigung durch den Arbeitgeber erfolgen. Welcher Arbeitgeber stand nie sowas stand nie zur Diskussion bis jetzt. Und jetzt kommt dann sowas. Und dann habe ich, also dieser Brief geht gleich Post, wenn mit dem Mietvertrag wieder zurück ans Sozialamt. Und ich habe da halt schon meine Kommentare drunter geschrieben, so von wegen, hier, bitte, was für ein Arbeitgeber. Ich hoffe mal, die rufen mich mal direkt zurück. Ich war eben auf dem Sozialamt und habe mich echt... konnte meine Erregung nicht mehr so ganz im Zaum halten, bin ein wenig lauter im Flur geworden, was dann dazu führte, dass alle Türen aufgingen, alle Mitarbeiter, die noch da waren, kurz vor der Mittagspause oder eigentlich schon in der Mittagspause, sich in ihre Türrahmen stellten und darauf warteten, dass ich ausraste, damit sie mich da rausschmeißen können oder sonst irgendwas. Ne, sie klingelt dann mal einer oder so oder ne, wie auch immer. War sehr lustig, für Frau Linsenich war es nicht lustig, ich habe da im Moment einfach nur mal ein bisschen Luft gemacht, weil irgendwo muss man das loswerden, was aufstaut und das habe ich mir einfach angewöhnt, das da zu machen, wo es herkommt, also den Frust da abzulagern, wo er herkommt und mir nicht zuzulassen. Allerdings muss ich schon zugeben, dass das in einer gewissen Weise frustrierend sein kann, wenn man dann jetzt eine Wohnung hat, aber... nichts damit anfangen kann. Wie gesagt, so schöne kahle Wände haben wir hier. Da vorne steht sogar ein kleiner Heizlüfter. Ja, also wir haben es nicht ganz kalt hier. Wir haben hier heute Nacht auf unseren Matratzen geschlafen. Sieht alles noch ein bisschen chaotisch aus. Lampen sind auch noch nicht drin. Treffe ich es? Da oben ist es, ne? Da. Ich sehe doch. Da ist es doch, ne? Da gehört eine Lampe hin irgendwann. Und ja.
Jetzt kommen wir, sitzen wir hier in unserer Wohnung und freuen uns, dass wir nicht mehr auf der Straße leben müssen und ja, können nichts damit anfangen. Ist allerdings, also was mich dann halt wirklich fuchst, ist, dass man mir gewisse Sachen zugesagt hat, ne, und ich dumm genug war, die halt, dumm genug, also wenn man von Amts wegen gesagt bekommt, du bekommst dann das Geld, dann gehe ich irgendwo davon aus, dass ich das dann auch bekomme und baue darauf eine wirklich minimale Planung für die ganzen Renovierungsarbeiten hier auf. Also es ist wirklich auf ein Minimum alles geplant. Nur, ne, wie gesagt, meine Freunde warten hier zum Teil auf Startschuss, den ich nicht geben kann, weil was soll ich die Leute nach hier holen? Rumhängen? Ja klar, können wir machen, kein Thema. Nur renovieren können wir noch nicht, weil noch nichts an Material da ist, weil das Sozialamt...